Was für eine Ehre für Steffen Tigges, der Mann der Stunde hier bei Coventry City. Er ist zum Fußballer des Monats Dezember nominiert gewesen und schaffte es leider nur nicht gegen Bruno Fernandes und Diogo Jota sich durchzusetzen. Aber was für eine Ehre, hier überhaupt nominiert zu sein. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Und wisst ihr was? Es ist Topspielzeit im Turf Moor bei Burnley. Coventry City gegen Burnley FC. Erster gegen Zweiter. Besser geht nicht in dieser Saison. Und was für eine wichtige Partie steht uns hier ins Haus. Auswärtspartie, wieder mal bei Regen. Das kommt hier in England natürlich um den Jahreswechsel herum sehr, sehr häufig vor. Hinspiel haben wir deutlich gewonnen. 4:0 gegen die Partie aus zu Hause. Und wir hoffen im Turf Moor hier entsprechend an Silvester den nächsten Dreier einzufahren und die Saison in die endgültig richtige Richtung zu lenken. Ich begrüße euch zur neuen Folge Coventry City Sky Blues. Come on! Wir sind im FM 23, ihr bei Let's Splinter. Und wir starten in die neue Folge. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Los geht's. Oh, und da kommt auch mal der Infoscreen wieder rein. Topspiel, welches hier ansteht, um es besser zu sagen. Und ihr seht, die Mannschaft ist mal wieder voll auf Kurs und vollkommen motiviert. Das muss man so ehrlich sagen. Wir haben immer noch einen überragenden Tigges. Gyökeres, das war der Cliffhanger der letzten Folge, war Gott sei Dank nur eine Prellung. Ist schon wieder fit und kann spielen. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Versuchen ihn hier noch, ja, gutes Training. Wobei, noch mehr motivieren können wir ihn wahrscheinlich gar nicht. Und das Schöne ist sogar, dass von Katie Dabo wieder dabei ist. Und den können wir spielen lassen. Der hat sich, ob der 2 Wochen Verletzung, gar nicht mal so sehr in Sachen Frische verschlechtert. Aber mehr ist das schon eher ein Thema. Wir haben Ben Schief, der im Zweifelsfall einspringen kann. Das ist gut zu wissen. Rose wird aber für Kelly reinkommen. Nee, für Jamie Allen, ihr entschuldigt. Und damit ist es tatsächlich die beste Elf, die wir zur Verfügung haben. Besser geht's bei uns nicht. Und insofern sind wir gewappnet für diese Partie. Wir gehen noch kurz in die Taktik. Ich nehme euch da mit. Wir werden, weil es wieder ein Auswärtsspiel ist, ein bisschen vorsichtiger sein, aber trotzdem noch versuchen, durchaus mitzuspielen. Und dann wollen wir mal. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Ein Remis auf jeden Fall. Ja, aber das mit 2 Ansagepunkten oder Ansprachepunkten. Wir steigen in dieses Topspiel ein und ich bin sehr gespannt. Turf Moor ist der Platz der Plätze. 27. Spieltag, los geht's. Eine 2. Minute rafft Finn Becker hier einen rein. Wir führen nach 2 Minuten. Oh, und was passiert denn hier in der Anfangsphase? Doyle verletzt sich, viele Verletzungen momentan, müssen wir ehrlicherweise festhalten. Und das ist bitter. Guckt euch mal die Form von Callum Doyle an. Diesem jungen Talent. Ah, schade. Damit natürlich sofort hier Michael Rose, der reinkommen muss. Fast ohne Qualitätsverlust, das ist das Gute. Aber schon der erste Wechsel hier aufgebraucht. Und der hat sich vor allen Dingen nicht warm machen können. Und Tigges mit dem 2:0. Viertelstunde noch nicht mal gespielt. Boah, ist das geil am Laufen. Burnley rafft sich auf mit der ersten Chance. Aber was ein Start für uns in diese Partie. Haben die nächste Chance. Burnley lässt hier nach. Muss gucken, dass sie nicht zur Halbzeit 3:0 hinten sind. Im eigenen Stadion. Und das passiert aber nicht. Es geht mit einem deutlichen 2:0 in die Pause. Ich bringe Ben Schief für Hamer. Wir haben damit nur noch einen Wechsel übrig. Ja, und wir motivieren die Jungs jetzt vollkommen. Hier geht es heute nur noch um den Sieg. Ich will das von der Mannschaft sehen. Riesenpartie von Kahn Eierhahn. Gute Partie von Dabo nach der Verletzung. Geil. Simon Moore haut hier einen raus. Svedberg mit einer guten Partie. Und dann können wir doch ein bisschen von Tigges und Co. noch erwarten. 3,5 nur. Hat er nicht das Tor gemacht? Ja, tatsächlich. Da muss einiges schiefgelaufen sein ansonsten vorne im Sturm. Burnley rafft sich auf, kommt hier mit Riesenchancen aus der Pause. Schafft es aber nicht, den Anschluss hier zu erzielen. Stunde ist gespielt. Boah, und ihr seht's, wir müssen hier ein bisschen was machen. Versuchen ein bisschen passiver, aber nicht zu passiv zu werden. Ich mache das oft, aber ich hoffe, dass es gerade hier in dem wichtigen Spiel jetzt nicht zum 1:2 kommt. Es sieht aber sehr gut aus. Bringen Panzo für Dabo, der am meisten Probleme hat hier mit der Frische. Aber das sieht sehr gut aus. Es steht immer noch 2:0. Die zweite Halbzeit können wir scheinbar einfach das Ergebnis verwalten. Und wir gewinnen das Topspiel gegen Burnley mit 2:0. Die Abwehr hält. Bester Spieler Kahn Eihahn. Und an der Stelle müssen wir einfach mal durchatmen. Leute, wir sind 5 Punkte vor Burnley. Wir sind auf dem Weg in die Premier League. Das sage ich jetzt hier und so deutlich. Wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten, auch wenn es noch, ihr seht es ja selbst,
19 Spieltage sind, wenn ich das richtig rechne. Es gibt insgesamt 46. Ja, dann sind es noch 19 Spieltage. Es sind noch viele Punkte zu vergeben. Aber wir sind dermaßen am Laufen. 5 Spiele, 5 Siege und wahrscheinlich noch mehr. Gerade mal gucken. Ja, 6, 7, 7 Siege in Folge in der Liga. Lassen kaum einen Zweifel daran, wer hier nach oben möchte. Und das ist Coventry City, das sind die Sky Blues. Sieg im Topspiel. Geil. Weitermachen. Mund abputzen. Ja, und es ist der 1. Januar. Wir müssen uns um ein paar Dinge kümmern. Erstens, Callum Doyle fällt mit einem verstauchten Knöchel für 11 Tage aus. Das ist ein bisschen hin. Damit fehlt er gegen Sheffield im Carabao Cup, denn das ist unsere nächste Partie. Und gegen Norwich. Preston North End könnte tatsächlich wieder möglich sein für ihn. West Brom dann auf jeden Fall. Transfermarkt ist offen und wir haben einige Verträge, die hier auslaufen. Fankady Dabo, den sollten wir verlängern nach meinem Dafürhalten. Oh nein, und er sucht schon eine neue Herausforderung. Ist das bitter. Tja, wen wollen wir ansonsten? Tyler Walker nicht wirklich. Wobei doch, den kann man sicherlich dann in die zweite Mannschaft schieben. 26 Jahre alt. Natürlich kein guter Mann mehr. Selbstvertrauen ist im Keller. Zeichen auf Trennung bei Liam Kelly. Der will nochmal 300.000 Gehalt mit 32 Jahren und stark abnehmender Tendenz. Auch wenn er gerade gut in Form ist, das ist zu viel für ihn. Die gebe ich ihm nicht, ehrlicherweise. Kaderspieler? Fragezeichen. Was würdet ihr sagen? Mit Liam Kelly noch verlängern oder nicht? Und dann sind im Übrigen die Rückspiele des FA Cups in der dritten Runde durch. Und insofern ist hier die Auslosung zur vierten Runde jetzt anhängig. Und wir gehen das relativ schnell durch, denn ich bin sehr gespannt, gegen wen wir ran müssen. Hohoho, wow. Oh, bekommen wir es mit dem FC Liverpool zu tun. Ach du Heiland. Mo Salah und Co. warten auf Coventry City und die Sky Blues. Mannschaftsstärke 942. Na, das wird mal ein lustiges Spiel. Aber natürlich ein Kracher für unsere Fans. Das kann man so sagen. Gucken hier sofort rein und freuen uns natürlich, das Spiel als Topspiel hier anbieten zu können. Und das ist in gar nicht so weiter Zukunft. Boah, es ist richtig viel los, ihr seht's. Sheffield United, Norwich, dann Halbfinale Carabao Cup. Potenziell hier das Rückspiel. Preston North End und dann schon Liverpool. Jetzt aber erstmal Viertelfinale gegen Sheffield im Cup. Und wir wissen, wie wir gegen Sheffield spielen müssen. Das ist noch nicht lange her in der Liga. Und wir wollen jetzt ins Halbfinale dieses Pokals. Coventry City zu Gast bei Sheffield United. Bedeutet übrigens auch, dass wir kaum rotieren werden, obwohl wir von der Frische her hier ein bisschen was machen können. Machen wir aber erst zum Ligaspiel gegen Norwich. Dieses Pokalspiel gehen wir mit der besten Elf an. Und ich hoffe, dass wir uns durchsetzen können. Svedberg hatte sein erstes Tor geschossen. Das können wir ihm jetzt hier nicht attestieren, aber 5 Moralpunkte, weil er gutes Training zeigt. Panzo versuchen wir auch noch hier irgendwie zu motivieren. Ja, 5 Moralpunkte on top. Kahn Eihan sowieso gut drauf, ihr seht das. Wir müssen hier keine Leute zusätzlich motivieren. Wir machen es trotzdem. Tigges hat sich extrem verbessert. 3 Moralpunkte hinzu und insofern steigen wir in diese Partie ein. Ich wünsche euch im Viertelfinale des Carabao Cups sehr viel Spaß. Und da kann man schon mal mutiger werden. Wir schaffen die nächste Runde. Und ich hoffe, wir schaffen sie wirklich. Ein bisschen Anspannung ist jetzt hier natürlich in dem K.O.-Spiel drin. Erste Chance auch für Sheffield tatsächlich. Aber mehr bringt uns in Führung. Gyökeres mit der Vorlage. Es ist ausgezeichnet. Viertelstunde rum. Wir führen 1-0. Gerne würde ich nachlegen. Halbe Stunde durch. Es passiert nicht allzu viel. Wir haben Gott sei Dank unsere erste gute Chance genutzt. Aber da ist der Doppelpack von Gustavo Amer. 2-0 und Kahn Eihan legt nach. Kurz vor der Pause 3-0. Tigges mit der Vorlage. Boah, das ist eigentlich die Entscheidung. Das ist genau das, was wir brauchten. Damit kommt Gordon rein, auf jeden Fall. Und zwar für Tigges an der Stelle. Bringen Liam Kelly für Svedberg. Ja, und jetzt Konzentration. Wir sind in der nächsten Runde im Halbfinale. Kahn Eihan, super Spiel. Gyökeres, gute Partie. Oh Herr, gut. Und Amer natürlich mit seinem Doppelpack. Mann des Spiels bisher. Bidwill kann noch ein bisschen zulegen. Schicken alle zum Warmmachen. Gucken, was passiert. Aber wir werden natürlich frühzeitig wechseln, wenn hier nicht jetzt irgendwie Sheffield mächtig zurückkommt. Ist die nächste Klatsche für sie. Die haben echt keinen Bock mehr gegen uns zu spielen, das kann man so sagen. Und nehmen hier definitiv im Einsatz was raus. Ich stelle die Frage gerne wieder an euch. Wie viel kann man rausnehmen, ohne auf dem
Allerwertesten zu bekommen. Wir machen hier mal sowas wie 40% und gehen natürlich auf die Konter. Und wechseln ein letztes Mal, und zwar, na, Dabo ist ein Thema, aber wir können doch mal wieder Casey Palmer bringen. Und das reicht scheinbar hier momentan. Noch 20 Minuten bis zum Einzug ins Halbfinale. Riesenchancen hier für uns zum 4:0. Machen wir noch eins? Wir müssen es natürlich nicht. Aber wir lassen auch nicht von der Mannschaft ab. Sensationell, wie wir uns hier auch gut in Richtung Schlusspfiff ziehen. Keiner geht in den roten Bereich. Gut, dass wir ein bisschen den Dampf rausgenommen haben nach dem deutlichen 3:0 vor der Pause. Halbfinale, Carabao Cup, Coventry City setzt sich durch und wir gucken auf die Partien. Chelsea gewinnt 2:0 gegen Southampton. Tottenham gewinnt im Elfmeterschießen gegen QPR und Liverpool 1:0 gegen schöner Versprecher. Liverpool 1:0 gegen Jota, wollte ich sagen. Gegen Burnley natürlich, die nächste Pleite hinnehmen müssen. Aber nur ein 1:0 ist natürlich beachtlich. Ja, und damit steht schon fest, dass unsere Gegner entweder Tottenham, Chelsea oder Liverpool sind. Und dann wollen wir mal. Ich nehme euch komplett und ungeschnitten live mit in der Auslosung zum Halbfinale. Und es ist schön, dass wir hier tatsächlich in dieser Vierer-Konstellation auftauchen. Und es ist ein Spiel gegen Tottenham. Leider auswärts, zunächst jedenfalls. Chelsea gegen Liverpool hier, das absolute Kracherduell im Halbfinale. Und damit steht die Partie auch fest. Liverpool und Tottenham im Pokal vor der Brust. Kann man so machen. Das kann man natürlich so machen. Aber wir müssen bei den Vertragsverlängerungen eine Klatsche hinnehmen. Berater von Michael Rose teilt uns mit, dass er aus den Verhandlungen aussteigt. Wünscht uns viel Glück damit, für das Geld einen Spieler mit diesen Fähigkeiten zu finden. Oh, damit dürfte das Thema hier erstmal durch sein. Ja, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Verhandlungen möglich. Aber der wollte sehr viel Geld tatsächlich dafür, dass er nicht die Nummer 1 hier an der Stelle ist. Und dann ist es die Partie gegen Norwich City, die uns jetzt die Möglichkeit bieten wird, ein bisschen auszutauschen in der ersten Elf. Wir müssen ein bisschen die Jungs schonen. Wir haben viele Spiele, inklusive der Pokalspiele, die wir eben gesehen haben, vor der Brust. Und insofern heute und hier die Möglichkeit, erstmal ein bisschen durchzuwechseln. Burnley gegen West Brom, das Topspiel. Ja, Gyökeres, ihr seht's hier. Gordon kommt für ihn. Und Dabo ist auch eher mal rauszunehmen, auch wenn er top in Form ist. Rose wird spielen. Auch Jamie Allen hier ein Thema. Svedberg geht raus. Wir gehen es jetzt hier wirklich mit Leuten an, die frische technisch auf der Höhe sind und führen uns nicht in Versuchung und nehmen Eccles für Svedberg mit. Wir treiben sie auf die Spitze und sehen einen Kyle Ayhan in Weltklasseform. Ebenso Simon Moore, denen wir auch nochmal sagen, wie gut sie drauf sind. Ja, dann wollen wir natürlich, dass diese Elf jetzt hier kämpft. Insofern bitte um jeden Ball. Mal gucken, wie sie sich schlagen. Ein bisschen wild zusammengewürfelt hier. Viertelstunde wenig los. Isaac Hayden verletzt sich und wird ausgewechselt. Sørensen kommt rein. Norwich City damit schon früh zum ersten Wechsel gezwungen. Riesenchance für uns zum frühen 1:0, aber leider ohne Erfolg. Mannschaft tut sich ein bisschen schwer, das merkt man. Ja, Norwich drückt auch jetzt hier gewaltig, aber offener Schlagabtausch. Viele Chancen für uns, leider nicht das 1:0. Halbe Stunde jetzt rum. Geht hier jemand in Führung, bevor der Schiri zum Halbzeit-Tee pfeift? Norwich mit einem Riesending. Oh, richtig offene Partie hier. Offenes Visier von beiden. Aber all die Chancen führen nicht zu Toren. 40. Minute, was ist los? Drückende Überlegenheit hier von Norwich City. Und wir müssen in der Pause durchaus reagieren. Gordon macht keine gute Partie. Rose hingegen, eine ausgezeichnete auf rechts. Bringen wir jetzt Dabo für ihn? Panso noch der Schlechteste. Dann ziehen wir Rose eher nach innen. Vielleicht kann er seine gute Partie hier in der Innenverteidigung fortsetzen. Ansonsten noch nichts zu tun. Ja, Jamie Allen nicht wirklich gut drauf. Rose, wie gesagt, extrem zu loben. Auch Ayhan und Bidwell. Und auch Moore, glatte 1. Oh, der hält uns hier scheinbar im Spiel. Und dann geht's raus in die zweite Halbzeit. Haben die erste Chance. Stunde rum. Bringen schief für Hammer. Ich würde auch gern Bidwell ersetzen. Das ist schwierig. Callum O'Hare könnte das hinten links sogar noch spielen. Für ihn käme Palmer. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu experimentell. Ja, vielleicht erlösen wir Tigges, der hier auch keine gute Partie macht, und bringen Gyökeres. Das 1:0. Knapp 70 Minuten sind gespielt. Finn Becker erlöst die Sky Blues. Und wir packen natürlich sofort die Taktik an. Ihr seht das. Wichtiges 1:0. Aus ungewohnter Position Finn Becker nicht regelmäßig unter den Torschützen, aber wenn er hier Mann des Spiels werden würde, nur zu gerne. Es sind noch 5 Minuten.
geben hier nochmal Zeitspiel vor. Und Gordon macht die Entscheidung. 2-0, Gyökeres mit der Vorarbeit. Damit der Scorer über unseren Joker. Und nichtsdestotrotz ein 2-0 gegen Norwich City. Ausgezeichnet. Wir holen uns diesen Sieg, den x-ten in Folge hier in der Liga, bevor es zu Preston North End geht. Die stehen auf Rang 13 tatsächlich und sind gern gesehen, bevor wir West Brom als 5-Platzierten haben. Insofern heißt es Punkte sammeln, auch in den nächsten Partien. Und Fulham möchte über Ben Schief reden, 1,5 Millionen, leicht über Marktwert. Die Frage ist, finden wir Ersatz? Er ist 24 Jahre jung. Ich finde das nicht so cool, dass die anfragen. Na, ich habe auf die Schnelle geguckt, wir finden niemanden hier als Ersatz, insofern. Mannschaft der Woche, Simon Moore, der hat eine gute Partie gemacht. Doyle für 3 Tage verletzt und es wartet Tottenham. Oh, das könnte sehr, sehr knapp werden. Gyökeres seit 422 Minuten kein Tor mehr gemacht. Durchaus frustriert, aber er sammelt eigentlich die Scorer. Und ihr seht in dem Moment, an wem wir dran sind. Youssoufa Moukoko. Oh, und auf einmal ist das Angebot nicht mehr akzeptabel. Das sah ganz gut aus. Jetzt will er mehr. Die Frage ist, wie viel können wir ihm geben? 390.000, 400.000 für 5 Jahre? Ja, das dürfte gehen. Handgeld soll zum Jahresende kommen. Riesentalent, was wir an der Hand haben. Nicht überraschend natürlich, diese Wahl. Aber die deutsche Exklave hier in England, sie könnte sich aufbauen mit Youssoufa Moukoko. Das nur am Rand. Sheffield United meldet sich wegen von Katie Darbo. Das ist natürlich auch ein guter Rechtsverteidiger. Nächste Problematik. Es kommen die Anfragen. Schauen wir in unser Blickfeld, sehen wir, dass wir keine gute Option hier unten bei den Rechtsverteidigern haben. Wir können mal suchen, wer zur Verfügung stünde. Aber das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Das weiß ich jetzt schon. Nur realistische Transfers und bitte nur Rechtsverteidiger. De Silvestri? Zu schwach. Kilian Fischer ist übrigens jemand, den wir uns angucken sollten. Den nehmen wir mal ganz schnell ins Blickfeld auf und scouten ihn. Zanoli von SSC Neapel, jung und talentiert. Aber ihr seht, hier ist auch niemand dabei. Wir gehen mal auf die Bekanntheit von 10. Montoya haben wir sowieso im Blickfeld. Jack Stacey, alle zu schwach. Also insofern, wir müssen das echt hier alles ablehnen. Und dann geht es tatsächlich nach London. Dann geht es zu Tottenham Hotspurs fürs Halbfinale des Carabao Cups. Was eine Aufgabe wir vor der Brust haben, ihr seht's. Sehr, sehr schwere Partie in einem pickepackevollen Stadion. 62.000 Zuschauer werden erwartet. Und das ist meine Hausnummer. Ziehen wir ins Finale ein, Fragezeichen. Wir holen auf jeden Fall die beste Elf, die wir haben, auf dem Platz. Das bedeutet auch, dass Gyökeres spielt gegenüber Gordon. Das bedeutet auch, dass Spieler mit einem Frischewert von unter 75 ran müssen. Das bedeutet auch, dass Svedberg zurückkommt. Was Besseres sehe ich nicht. Oh doch, ich sehe Rose in der Innenverteidigung. Doyle ist zwar fit, aber nicht hier der Beste, den wir haben können. Rose besser in Form. Und insofern immerhin eine Mannschaftsstärke von 842. Wie gehen wir in die Partie rein? Wir werden natürlich etwas defensiver stehen. Aber uns nicht verstecken. Gewiss nicht verstecken. Und ich habe gute Hoffnung, dass hier was drin ist in diesem Halbfinale. Und deswegen werden wir ihnen das Leben schwer machen. Und deswegen hoffen wir auf einen Sieg in diesem Halbfinale gegen Tottenham Hotspur. Es ist der Carabao Cup und es gibt bislang kein spannenderes K.O.-Spiel wie dieses in diesem Let's Play. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was passiert gegen Tottenham? Am Anfang relativ wenig, muss ich sagen. Viertelstunde ohne Chance auf jedweder Seite. 20 Minuten gespielt. Oh, Gyökeres verschießt einen Elfmeter. Durchatmen und dann die Riesenchance für Tottenham. Aber Lucas Moura mit Gelb. Die Ereignisse überschlagen sich hier nach einer halben Stunde. Tottenham jetzt mit den Riesenchancen, aber noch ohne Tor. Ist das bitter. Das wäre das 1-0 gewesen. Das hätte unsere Taktik maßgeblich ändern können. Und Chancen hatten wir ansonsten keine. Machen aber eine gute Partie, das muss man so festhalten. Ja, noch so eine Halbzeit und wir können definitiv stolz sein. Das ist mal Fakt. Müssen hier wirklich viel, viel Regeneration betreiben in der Pause und reden gezielt mit den Spielern. Was wollen wir? Wir wollen, dass im Mittelfeld eventuell mehr passiert. Finn Becker hier motivieren. Sehen Gyökeres, den wir motivieren müssen. Er trifft ja momentan nicht. Hatte seine Frustration freien Lauf gegeben oder getan. Bedwill mit einem Riesenspiel. Und auch am Meer geht hier voran. Auch wenn er gelb hat. Was können wir noch tun? Wir können Svedberg motivieren. Der mit nur einer 4,0 durchs Mittelfeld trabt. Und dann heißt es ab in die zweite Halbzeit. Hoffen und bangen. Und Gyökeres macht das 1-0. Tick ist mit der Vorlage.
Sofort geht die Taktiktafel auf und sofort das bekannte Muster. Wir spielen längere Bälle, werden vorsichtiger, erhöhen natürlich hier den Einsatz jetzt in dieser wichtigen Partie, gehen auf die Konter und stehen etwas tiefer. Das gibt's ja nicht. Flanken auf Tigges natürlich schon aus dem Halbfeld. Und noch drei Wechsel möglich. Gyökeres trifft endlich wieder. Und was für ein Moment er sich ausgesucht hat. Bidwell holt sich gelb ab. Bissouma für Rodriguez. Oh, wir müssen wechseln. Es hilft ja alles nichts. Doyle kommt rein. Rose geht auf rechts. Oh, Ben schief für Bidwell. Und Hammer geht hinten rein. Können wir das über die Zeit retten? Viertelstunde noch. Eben jenes Zeitspiel geben wir den Jungs jetzt vor. Riesenchance für Tottenham, aber die machen die Bude nicht. Noch 10 Minuten. Ein Wechsel. Wen wollen wir bringen? Hammer kann kaum mehr. Ja, aber ich denke, es ist berechtigt, jetzt hier einen Stürmer rauszunehmen. Und das wird Tigges sein. Penso kommt mit in die Innenverteidigung. Wir machen hinten komplett dicht. Und hoffen, dass das jetzt reicht. Und Gyökeres, er trifft zum zweiten Mal heute. Das ist ja Wahnsinn. Unfassbar. Viktor Gyökeres mit den zwei Toren, die ihn so lange beschäftigt haben. Und die Mannschaft von Tottenham, keine Gurkentruppe. Loris, Longley, Højbjerg, Perisic, Mora, Yeoming Son, Kulusevski und Harry Kane. Wow. Let's Blitter lernt mal wieder den Carabao Cup kennen. Hin- und Rückspiel. Boah, ist das eine englische Woche. Ernsthaft? Also viel schlimmer als die Tatsache, dass wir nochmal gegen Tottenham ran müssen. Was mich gar nicht stört, ist die Tatsache, dass wir zwei Tage vorher Liverpool vor der Brust haben. Das ist mal wieder großartig gelegen. Und das bedeutet richtig Stress für unsere Mannschaft. Das ist richtig übel. Und insofern seht ihr es. Preston North End, Liverpool, Tottenham und dann West Brom sind die nächsten vier Partien, die ich gerne in der nächsten Folge aufnehmen würde. So leid es mir tut. Sonst verliere ich den Überblick. Ihr habt es gesehen. Denn ich dachte schon, wir sind eine Runde weiter. Gar nicht mal so schlimm. Wir haben 2-0 gegen Tottenham gewonnen. Und das auswärts. Ja, das ist schon sehr besonders. Und ich bin gespannt, wie die Mannschaft das alles verkraftet. Vor allen Dingen, oh, ihr seht es hier, wir haben richtig zu strugglen, wie es so schön heißt. Wir haben richtig Probleme und haben einen zu dünnen Kader in der Theorie. Vielleicht holen wir uns noch jemanden. Es ist Transferperiode. Ich muss mich ein bisschen mit der Mannschaft auseinandersetzen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bei Coventry City. Wir sind in einem Lauf. Und wo führt uns das noch hin? Das ist die spannende Frage, die wir uns zunächst bzw. demnächst beantworten werden. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich sehr über jeden, der regelmäßig da bleibt. Abo-Knopf drücken und gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Let's Splinter. Ciao, ciao.